Ich trinke mal noch mal ganz kurz einen Schluck und dann spielen wir hier. Oh, Bibi, danke schön. Danke, danke. Oh, was bedeuten denn all diese Symbole hier drauf? Wirklich? Danke, hat dich eingeladen? Ja, ich bin Kay Vess. Wollen wir spielen? Okay. Bin gespannt. Belohnung, Werkgegenstand. Einsatz ist 100. Ich habe es bisher nur einmal gespielt, ne? Füge 3 Kontrollkarten hinzu. Okay. Was haben wir denn? Die. Ein anderer Spieler muss einen Chipssteuer zahlen oder wähle einen Spieler, er muss 2 Chipssteuern zahlen. Mhm. Liegt in einem Syndicate-Tresorraum. Achso, die habe ich aber noch gar nicht. Hm. Dann kann ich ja nur die nehmen. Gut schon. Na kommt, noch eine Runde. Und hallöchen, Cossi. Hallo, hallo. Keine Herbst-Cam heute? Nee, gar nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Habe ich dafür den Command aktiv? Nee, ich glaube nicht. Es gibt gar keine Cam mehr. Schon seit über einer Woche nicht mehr. Also, warte. Ja, ich habe den Command mal ganz kurz angemacht. Ich mache ihn jetzt aber auch wieder aus. Weil es läuft ja als Zeitdings rum. Da steht alles einmal drin. Es läuft auch die ganze Zeit immer wieder durch den Chat durch. Ich würde gerne einmal ziehen. Gib mir was Gutes. So. Jetzt haben wir 2-2, das passt doch. Also wer am nächsten an 0 dran ist, aber... Ich glaube, ich finde das so gut. Kontrolle. Ich ziehe. Und Hallöchen Knolle. Hi. Nehmt das. Ich verstehe das, Ellie. Ja, Muri hat ja auch mit 9 Euro zu tun. Und kann das, glaube ich, auch ein bisschen nachvollziehen, wie es denn damit auch ist. Und wie nervig es ist und wie stressig das teilweise sein kann. Und man will das irgendwie versuchen zu verstecken, weil man die Abneigung anderer Menschen in der Umwelt mitbekommt und sieht. Und auch wenn sie es versuchen zu verstecken und man merkt es halt dann doch und... Das ist dann mit Cam halt alles noch ein bisschen stressiger, weil man irgendwie versucht, so zu sitzen und alles so zu verstecken, dass man es nicht mitbekommt, was dann noch mehr Stress verursacht, was noch mehr Neurodermitis verursacht, was noch mehr Stress verursacht und wieder Neurodermitis mehr und schlimmer und ewiger Teufelskreislauf. Blöde Menschen. Also ich kenne es halt von klein auf nicht anders. Von daher. Mir ist zum Spiel ein doofer Wortwitz eingefallen. Wie nennt man Wildschwein im Weltall? Star Wars. Boars, das englische Wort für Wildschwein. Ah, okay. Cool.
aufpasse. Ja, ich bleib dabei. Genie Nolia. Ich passe. Ich halte. Ich bleib immer noch dabei. Oh, man kann sogar Schnellmodus ausmachen. Genau, hier, guck mal, es gibt die Zahlen 1 bis 6 und ich habe eine 2. Ich glaube, ich fahre damit ganz gut. Halte. Seht her und wa. Oh, oh. Ihr habt den Druiden gehört. Perfekt. Nicht wundern, ich habe den Schnellmodus an. Oh, ich habe sogar eine 1. Ja, es ist immer faszinierend, mit wie viel Ekel einem andere Menschen betrachten können für etwas, für das man nicht kann. Geht ja gerade auch wieder auf, weil seit einem Monat Tablettenpause. Oh, scheiße. Ja, bei mir ist es halt gerade, wenn es halt sehr warm ist und man fängt an zu schwitzen und hi, ich bin ein Mensch, ich bin gegen meinen eigenen Schweiß allergisch. Ja, solche Leute gibt es. Zumindest wenn er trocknet und dann fängt es halt sehr an zu jucken und dementsprechend muss ich im Sommer mehrmals am Tag duschen gehen. Das ist grandios, deswegen hasse ich den Sommer. Und dadurch wird halt trotzdem auch die Neurodermitis immer schlimmer. Und gegen was ist Ellie nicht allergisch? Gegen Birnen. Das ist das Erste, was mir einfällt, gegen was ich nicht allergisch bin. Birnen. aber ja, das ist halt, wie gesagt, und durch den Sommer wird es halt immer schlimmer nochmal. Bin gerade Birnen größer als Äpfel. Ja, Äpfel würde mich halt auch umbringen. aber durch Sommer wird es halt eh immer noch schlimmer. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich es ein bisschen unter Kontrolle bekomme wieder. Und es ein bisschen abklingt, aber es ist halt trotzdem nicht so dolle. Halt alles, ne? Ich mich nicht, aber ich bevorzuge die Birnen. Ja, das, ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Der eine mag Birnen, der andere Äpfel. Ich finde Äpfel im Apfelkuchen lecker, weil sobald der Apfel quasi erhitzt worden ist, also auch Apfelmus, das habe ich ganz oft mit Essen, dass das erhitzt oder gekocht sein muss, damit ich es essen kann. Das ist mit Karotten so, das ist mit Birnen, nicht mit Birnen, mit Äpfel so, mit Tomaten. Darf ich alles nicht roh essen, aber wenn es halt zerkocht und in einer, ich weiß nicht, in einer Soße oder sowas drin ist, dann ist es halt vollkommen fein. Lustigerweise. Grünzeug übel. Oh ja, Grünzeug auch. Da bin ich gegen die Hälfte allergisch. Also wenn du mir einen Salat hinstellst, dann kannst du auch einfach direkt sagen, dass du mich umbringen willst. Komm schon. Oh nein, ich hätte die 1 nehmen müssen. Scheiße, ich habe die gerade zu spät gesehen. Ich hab eine 1 gezogen, von daher ist mir egal. Dann passt das. Aber sowas wie ein Apfelkuchen kann ich halt essen. Halt Apfelkuchen mit Zimt und Zucker oben drauf. Easy, das funktioniert halt, weil der Kuchen ja im Ofen war bei über 100 Grad oder meistens für eine längere Zeit. Und dann geht das halt immer. Die Scheiben von dem Kuchen dürfen, also von dem Apfel, dürfen halt nur nicht roh sein. Ne. Er ist einfach wie ich, gefühlt auf 2/3 der Welt allergisch. Oh ja. Es ist einfacher aufzuzählen, gegen was ich nicht allergisch bin, als das aufzuzählen, auf was ich allergisch bin. Es ist echt schlimm. Bei Ellie, ich habe dir geschrieben, wegen Lost Records Kram. Ja. Muss ich noch drauf antworten. Ellie Salat ins
was als versteckte Morddrohung bringen. Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Dinge, gegen die Ellie nicht allergisch ist. Dave, Klammern noch. Wow. Ja, die Allergie entwickelt sich noch. Ich passe. Ja, halt. Oh nein, du hast zwei Nullen, oder? Nee, das sind Dreien, das sind Zweien. Einser, so, das ist jetzt meins. Zwei Runden schon gewonnen. Hat sie mich nebenbei snacken, hört ich. Heute ist wohl mein Glückstag. Gutes Spiel. Danke hatte recht, was dich angeht. Hast du Lust, um echtes Geld zu spielen? Immer. Dann hat Danke auf jeden Fall was für dich. Ah, okay. Danke für die Kredits. Aber falls ihr mich nebenbei snacken hört, ich nehme es nebenbei nicht schon. Hey, meine Bekannten sind beeindruckt. Kennst du Bosnok? Er hat einen Tisch drüben in Kaslos Sabakhalle. Bosnok? Wie hat der einen Tisch bekommen? Sein Boss scheint ihn zu mögen. Bist du dabei? Sieht so aus. Dann werde ich nochmal zu Bosnok gehen. Was, Ellie Salat? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Und bitte nicht aus Ellie Salat machen. Ein Fleischknabbern. Ja, dann gibt es auch noch ganz viel Zeug, was ich nicht gerne esse. Ich mag zum Beispiel Fleisch nicht, das an einem Knochen noch hängt. Ich mag auch keinen Schnitzel oder Steak oder sowas. Also das, was ich esse, ist maximal Hühnchen. Oder Kaninchen oder sowas. Halt schön mageres Fleisch. So. Zwei Gelegenheiten. Wo haben wir denn hier Gelegenheiten? Eigentlich hier, Gerüchte. Aber ich weiß nicht, wo das Gerücht hier ist. Ey, du bist gefühlt meine verschollene Zwillingsschwester. Oh nein! Das ist eben... Ja, du. Ja, bei denen bin ich jetzt schlecht aufgefahren, aber mit denen halt trotzdem gut hier. Ich meine, die sehen halt cool aus mit deren Stuff, aber... Ah, weiß ich nicht. Die haben mir bisher nichts Gutes getan, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Nicht vertrauenswürdig. Schlechte Geschäfte. Ja, das ist okay. Journal. Da sollten wir hin, ne? Können wir direkt nochmal Sabak spielen gehen, Leute? Haben wir es jetzt ein bisschen warm gespielt und dann können wir jetzt nochmal. Baka, Bosnok wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Ach komm schon, Wacker. Das habe ich doch schon. Warum ist das wichtig? Das wirst du schon sehen. Treffen wir uns an der Kantine am Marktplatz. Da ist es abgeschiedener als bei Makal. Ach Manu. Du machst dir langsam einen Namen, Kay. Weißt du, was das heißt? Dass ich dringend von Toshara weg muss? Das heißt mehr Arbeit. Ich habe eine hübsche Liste mit Aufträgen für dich. Und nicht nur ich. Viel mehr Leute wollen dich jetzt anheuern. Oh, danke, danke.
Kelvess, es gibt da etwas, worum du dich kümmern sollst. Was? Du hast Arbeit für mich? Ich will persönlich mit dir reden. Komm ins Makal. Pass auf, wenn wir Ellie zu Salat verarbeiten, ist sie gegen sich selbst allergisch. Oh Gott, bin ich doch eh schon. Ich bin doch so oder so schon gegen mich selbst allergisch. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Da soll ich hin. Ja, wo ist denn das? Ich bin auf der falschen Seite. Da aus. Und dann hier runter. Bin ich da nicht eben auch lang gegangen? Hi, was ist mit dir? Hey, kennst du Kaslos Spelunke? Frag vielleicht weiter die Gasse runter. Mhm. Hi, kennst du einen Laden, der Kaslo gehört? Ach, na klar. Kannst du mir sagen, wo er ist? Wenn du so mit Geld um dich wirfst, hast du doch sicher ein paar Kredits übrig. Mhm. Wie viel muss ich dir geben? 50? Ja, komm. Mehr bekommst du aber nicht. Da drüben. Aber ob du da reinkommst? Ach, echt jetzt? Was reden? Achso, hi. Hey, bist du Kaslo? Tita Mabona. Das muss es sein. Komm, Nix, suchen wir einen anderen Eingang. Bin auch am Überlegen, ob ich nochmal kochen soll. Hatte zwar um 12 Burger, aber mir knurrt schon wieder brutal der Magen. Oh no. Oh no. Finde einen Weg in Kaslos Spielhalle. Ah. Das da kriege ich nicht auf, ne? Und hier unten drunter. Komm, ey. Da könnte man total durch, ja? Hätte ich nur mal gesagt haben. Oh, Manu. Von da oben irgendwo lang? Das hier ist halt das der Suchbereich. Kann er nicht hochspringen oder so, ne? Ne. Boxen darf ich ja auch nicht. Kann ich dich irgendwo hinschicken? So, irgendwas aufmachen? Sieht nicht so aus. Und da darf ich auch nicht hoch. Ja, irgendwie müssen wir da anders hin. Ich hab doch keine Ahnung, wie man da sonst hinkommt. Hallo, gehört das Kaslo? Nein, wir haben eine Lizenz. Mhm. Hm. Also Ellie würde sowieso überall hinkommen? Weiß ich nicht.
glaube nicht. Ich meine, es gab halt das hier. Aber ist das der richtige Weg? In meiner besten Zeit war. Hey! Hier darf niemand rein! Das war richtig. Ich will doch nur Sabak spielen. Perfekt. Hältst du denn auch den Mund, was unser kleines Spiel hier angeht? Ich lasse Kredits reden. Das klingt gut. Ja, du sagst doch immer, du bist so klein, ja. Boah, dann war ich aber hier sogar eigentlich richtig, nur die Tür ging letztens noch nicht auf. Okay. Ja, dann spielen wir mal ein bisschen Sabak mit hier ein paar Halunken. Ja, das ist das andere. Hab gehört, Pritka J. hat ihre brandneuen Gleiter auf eine einzige Hand beim Sabak verwettet. Ich wünschte, ich hätte so viel Geld zu verlieren. Entschuldigung. Bosnok, du siehst gut aus. Wie läuft's bei den Pikes? Eindringling, schön dich zu sehen. Gorak? Ich kann nicht klagen, aber er könnte ein bisschen lockerer sein. Ihm geht es immer nur ums Geschäft. Hör mal, ich warne dich. Ich bin in letzter Zeit echt gut geworden. Oh, spielst also bei den Großen mit? Aber denk dran, nicht schummeln. Ich habe ein Auge auf deinen kleinen Freund hier. Schau ihn dir an, so viel du willst. Ich hol mir deine Kredits. Na gut, weißt du was? Bei deiner großen Klappe werfe ich noch einen ganz besonderen Bonus in den Topf. Spielen wir. Ich habe noch nie geschummelt. Da Schummeln verboten, aber ich habe sowieso noch nie geschummelt. Ach, er ist der Wal, Bosnok, okay. Ein kosmetischer Gegenstand. Okay. Ja gut, ich habe sowieso nur die. Mag den Typen irgendwie. Aber der ist auch ein bisschen sass. Er ist ein bisschen sass, aber ich mag ihn auch. Ich bin mal nicht so hart zu dir, Bosnok. Wozu das Gequassel? Willst du spielen oder nicht? Oh, 6 und 6 ist nicht gut. Boah, das ist... Also... Das ist ja schön und gut, aber... Also es ist ein Sabak, aber... weiß ich nicht. Sorry, er ist ein Kopf im Glas. Glas, der süß. Neue Karte. Glaube ich, ziehen. Ja, die 1 behalte ich auf jeden Fall. Ich sollte noch mal ziehen. Na dann. In der Hoffnung, dass ich hier nur eine niedrige Zahl bekomme. Am besten auch noch eine 1. Oh Gott, was warst du denn? Das war irgendeine Special-Karte, die, glaube ich, gut war. Das sieht man hier jetzt gerade nicht. Genau, nimmt den Wert der anderen Karte an. Genau, das war's hier. Ja, dann würde ich die so behalten. Ich glaube, so ist gut. Ich meine, ich süß. Das ist ja auch irgendwie. Aber auch nur, weil er wie ein Fisch da im Glas rüberkommt. Ich meine, süß.
Weil ich verdächtig? Hä? Sus? Ach, du meinst Sass? Oh mein... Ja. Hat gerade auch kurz gedauert. hat ganz kurz gedauert. Ich habe gerade überlegt, was meinst du denn? Deswegen habe ich halt süß gelesen, weil du es so groß geschrieben hast. Und ich dachte halt so, okay, vielleicht hast du halt auch so lüdig getroffen. Du, Sass. Ja, okay. Okay, ja, okay. Er ist süß und sass. Einigen wir uns darauf. So, ich behalte das hier jetzt erstmal. Halte. Nom nom nom. Sylopsabak. Ach, das war ja zu einfach. Wie ist es bisher? Hallöchen, grüß. Ich habe damit sehr viel Spaß. Muss ich gestehen. Dann schauen wir mal. Auch wenn wir jetzt gerade irgendwie nur Sabak spielen, aber hey. Das ist schon okay. Das ist lustigerweise ein Ingame-Spiel, was ich auch recht cool finde. Oh, der Ding ist aber nicht gut hier. Du kommst wieder weg. Du bist ja höher als meine 4. Ich habe eigentlich mit was Niedrigerem gerechnet. Okay, merke ich mir vielleicht. Ach, alles gut, Rita. Vielleicht, um es dir einfacher zu machen. Ich habe einen Sass-Emote. Ich habe... Warte. Da steht es auch mit Namen dran. Also, der heißt auch Sass. Also, S-U-S. Vielleicht hilft er dir. Rita, vielleicht hilft er dir, das dir irgendwie so ein bisschen zu merken oder so. Ich würde nochmal ziehen. Gib mir was Gutes. Oh, warte, funktionieren die beiden? Ah, nee, hier bestimmt beim Aufdecken den Wert per Wurf. Oh, das weiß ich nicht. Das ist mir zu risky, glaube ich. Das Sassimut sieht legit zu süß aus, um Sass zu sein, finde ich. Hä? Du siehst zu süß aus, um Sass zu sein, hallo? Was wollen wir dafür? Ja, hier, guck mal hier, die 1 behalte ich. Und die 4 kommt weg. Ich glaub dir kein Wort. Was generell schaut es eher schmollend aus? Hä? Gar nicht. Der guckt richtig grumpy und so. Ich beobachte dich. Sehe, was du da tust. Hä? Schmollend ist der Paut. Das Ding ist, ich habe Dave auch gezeigt gehabt. Es gibt ja dieses Standard-Sass quasi, das von Fry von Futurama. Das wird ja dafür sehr oft verwendet quasi. Und das funktioniert mit Froggo nicht. Ich habe das Dave mal gezeigt gehabt, wie das aussehen würde. Und der hat auch gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Weil ich da echt lange rumprobiert habe. Und das ist ein Sassy-Mode, was ich sehr gerne so benutze, wie es ist. Aber mir müssen auch meine Emotes gefallen, nicht euch. Bin ich ehrlich. Ich mache die Emotes ja auch so, wie sie mir gefallen. Nicht, wie sie euch gefallen. Halte. Sylopsabak.
Ich dachte, du wärst ein Genie, Boss Nock. Was ist los? Bei solchen Personen kannst du auch nicht glauben, dass die auf einen böse sind. Da schwitzt man eher von Niedlichkeit. Hallo? Denn niemand kann Fridolin böse sein, ja? Unserem süßen Hausfrogo hier. Guck mal. Guck mal, wie der mit seinen Bäckchen da guckt, ja? Der ist doch viel zu süß. Oh Gott, was bist du? Du bist eine 3, oder? Andere Spieler müssen ein Chip Steuer zahlen. Ja, das finde ich gut. Kann man jetzt auch noch reinsetzen, ne? Komm schon. Das sind 2. Oh, oder ich könnte die 3 da nehmen. Oh, pokere ich, dass ich... Das wäre der safe Weg, glaube ich. Neue Karte. Wenn ich die nehme, dann habe ich zumindest einen Zabak. Oder ich poker halt, dass ich da eine 1 ziehe, aber eine 3 ist actually eigentlich auch ganz okay. Das wäre der safe Weg. Ich weiß, ob wir das Emote nicht mögen. Aber es wirkt hin und wieder nicht so wie gewollt. Also ich wollte genau das Emote so, wie es ist. Also ist es so wie gewollt. Doch. Es ist ganz genau so, wie ich es gewollt habe. Ich habe hier was für euch. Ich weiß halt nicht, will ich ziehen? Ich glaube, ich bleibe wirklich einfach dabei. Halte. Ich glaube, ich habe so oder so gewonnen, oder? Ist das dein Ernst? Zabak. Ah, er hat 1, okay. Oh. Warte nur ab. Nächstes Mal. Ah, ist okay. Wird auf ewig an den 20-Viewer-Durchschnitt scheitern. Ja, den habe ich ja mittlerweile leider auch nicht mehr. Sage. Ich hatte mich, glaube ich, damals beworben, da hatte ich den noch, aber mittlerweile halt. Naja. Dann schauen wir mal. Zieh davon mal eine. Mist. Aber dann kommt die ja trotzdem weg. Das war ein Fehler. Du bist näher dran als ich immerhin noch. Ja, das ist kein guter Trost, Lifu, ehrlich gesagt. Ja, tut mir leid, Leute. Oh Gott, was liegt denn da? Na dann. Das ist eine 3. Ja, dann bleibe ich bei der 2. Oh Mist. Gewinnt ja doch noch. Hm.
Komm schon. Oh, eine 4. Na gut, dann wird's bei dem bleiben, was ich habe. Mist. Ich hab einen Wurf. Aha. Das war auch nicht gut. Oh Gott. Ja gut. Toll. Mein Glückstag. Das hat trotzdem nicht gezählt, aber... Denn? Ich glaube, ich habe gewonnen. Nicht gut. Ja, ja. Aber bitte ja nichts darauf ein. Gutes Spiel, Boss Nock. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Komm gerne wieder. Ich gewinne es schon alles zurück. Hey, könnte schlimmer sein. Du hättest noch mehr Geld verlieren können. Anfängerglück. Hey, Wes. Es heißt, du hättest Boss Nock im Sabak geschlagen. Stimmt das? Natürlich. Ich habe ja einen Ruf zu wahren, oder nicht? Jetzt werden alle Spieler in Mirugana deinen Namen kennen, Kleine. So etwas verbreitet sich schnell. Eventuell bekommst du sogar Einladungen von anderen Planeten. Von anderen Planeten? Aha. Interessant, interessant. Unbekannter Ort. Das ist halt mein Schiff, ne? Wir rüsten ihr Schiff auf. Hi. Tust du das? Aussehen? Ich kann mein Schiff... Ich kann die Farbe meines Schiffs ändern. Oh. Ja, mega. Das nehmen wir. Was ist das hier? Wir nehmen den Anhänger da noch hin. Perfekt. Lassen wir so. Na, lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Wo kann man... Ach, hier Verbesserungen. Was kannst du denn so Schönes? Bewaffnung. Aha. Kann ich verbessern. Habe ich genug für. Nehmen wir mit. Da habe ich aber nicht genug für. Okay. Joa, das wird schon so. Den Rest kann ich auch wieder nicht. Okay. Betrieb leider Mist. Gute Wahl. Ja, das ist hier drin. Die Blaster irgendwie noch modifizieren? Nee, ne. Ich glaube nicht. Unentdeckt. Verbesserung installiert. Achso, aber das hier nicht. Verbessert die Genauigkeit. Akkutierungsmodul fehlt nur noch eins. Ah. Na gut. Mit dem lila Antrieb. Mega.
Also wo ist denn jetzt hier unbekannter Ort? Genau, das ist der Planet an sich. Station. Waren wir da schon mal? Unentdeckter Ort. Oh Gott, warte. Suchen wieder. Ich bin ja gespannt, was das noch für ein Ort ist. Aber allgemein ein paar. Tut mir leid, Mensch! Haltet euch fest! Ich will nicht sterben, Kane! Hä, warum? Oh Gott. Aua. Holy shit, warum? Ich drücke nach unten, aber ich kann nicht heilen anscheinend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui. Hä, warum? Ja, was habe ich euch denn getan? Oh, jetzt konnte ich mich heilen. Okay. Hey Junge, chillt mal. Eigentlich dann nur zu diesem einen unbekannten Ort hin. Die ganze Zeit nicht, ob ich gleich Witcher 1 anfangen möchte oder mir nach meinem Crash Run antue. Das musst du wissen. Da kann ich dir nicht helfen. Witcher ist halt nicht meins. Deswegen wäre ich jetzt so voreingenommen, was das angeht. Das ist, glaube ich, noch Stuff, den man bergen kann, oder? Nicht? Doch, jetzt. Kann man denn hier gucken? Galaktisches Imperium. Wo bin ich? Oh, ich bin da wahrscheinlich vorhin durchgeflogen aus Versehen, ne? Gibt's auf jeden Fall Schätze. Reale Konsole. Aber mehr ist ja nicht. Die Schätze sind mir aber eigentlich egal. Etwas über einen NAV-Computer, die Bahn brechen, möchte ich mit dir darüber sprechen. Ja. Oh, mit Gorak müssen wir auch noch sprechen, stimmt.
Achso, und ach, das ist unbekannt deswegen. Wegen den Sabak-Dingern. Na, mal kurz AFK essen. Mach das, Rita, mach das. Ich bin ja auch nicht mehr alt so lange wahrscheinlich dann. Und nee, dann machen wir das einmal. Ja, zum Glück kann man schnell reisen. Ich habe das Gefühl, ich habe heute noch nichts geschafft, weil ich die ganze Zeit noch am Rumdumpeln bin. Wäre cool, wenn man selbst landen könnte, etc. Nee. Also ja, schon. Wenn man es entscheiden könnte, ob man selber landen möchte oder nicht. Aber ich glaube, der wäre No Man's Sky, glaube ich, dein Spiel eher. Kann das sein? Da kann man ja echt viel machen. Die optional ein bisschen, ja. Weil so kann ich ja, also jetzt habe ich mich nur schnell hierher, schnell hingereist, aber man kann ja halt das Landen einleiten zumindest. So, hier ist Bagger. Nur mit Sky landet man auch nicht so wirklich selber. Echt nicht? War irgendwie so, als ob man da auch so ganz, also selber landen würde auch. Dann wirklich eher Elite Dangerous. Okay, Elite Dangerous kenne ich nicht. Sag mal, wegen des NAV-Computers und deiner Reparaturen, wie viel schulde ich dir? Okay, wir sind doch Freunde. Das kommt später. Freunde? Würde ich nicht sagen. Was? Davon sind wir Freunde? Würdest du, weil ich hier einen EML-850-kompatiblen NAV-Computer für dich habe. Und da ich weiß, was ich tue, ist er gratis. Ach, wo ist der Haken? Kein Haken. Es gibt da dieses alte, unter Amberin begrabene Wrack, voll mit kompatiblen Teilen. Das wurde noch nicht leergeräumt? Naja, wir haben es versucht. Der Wind frischte auf und nicht alle von uns haben schicke Gleiter. Dann stürzt ein Teil ein und jetzt kommt man nicht mehr ran. Ach, kann ich mir nicht einfach einen von einem Pike-Kreuzer holen oder so? Nicht möglich. Die Bahnbrecher ist ein Eigenbau. Sachen von der Stange tun's da nicht. Du hast Glück, dass ich mich an das Wrack erinnert habe. Und noch mehr, dass ich einen Plan habe. Ich brauche nur einen Klasse 11 Energiekern. Und woher genau soll ich so einen nehmen? Von überall her. Zum Beispiel aus imperialen Anlagen. Mhm. Wir haben es kaum lebend aus dieser Raumstation geschafft. Willst du mich hinter Gitter bringen? Ich versuche nur, dein Schiff zu reparieren. Toll. Gern geschehen. Und stirb nicht, ja? Kann ja unser Schiff eventuell auch reparieren. Mit weniger gefährlichem Stuff. Da war ich ja eben schon mal richtig, dass ich da oben war. Mist. Warte mal, hier ist ein Schneider. Klar hat mein Schiff, das leichter zu reparieren ist. Ja, und mit was ich auch besser fliegen kann, ne? Wir haben eine Bruchlandung damit gemacht. Oh, für Fähigkeiten benötigt. Gepanzertes Unterhemd. Aha. Ja, nehme ich mit. Why not? Ah, hier. Die haben Effekte. Erhöht die Menge des erhaltenen Adrenalins nach einem Treffer mit Case Blaster enorm. Das hier, heimliche Niederschläge regenerieren deine Gesundheit. Aha. Du kannst mehr Bagdafiolen tragen. Oh, das ist die Heilung, ne? Aha. Seltene Schneidermaterial gehört oft zu den Voraussetzungen für Fähigkeiten oder sind Teil privater Anliegen von Händlern. Das kaufe ich mir auch.
die Informationen hier. Und das hier. Den Gürtel würde ich mir holen. So, und einmal die Wertgegenstände hier verkaufen. Wir sehen uns. Kommen Sie bald wieder. Kann ich das denn hier? Guck mal hier, gepanzertes Unterhemd. Freischalten. Ich bin erstmal raus, man sieht sich. Mach das, Livur. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Streamen. Also, erhöht Kays Gesundheit, damit ihre. Und damit ihre Überlebenschancen. Perfekt. Begegne verschiedenen Händlern. Oh, da fehlt ja nur noch einer. Warte mal. Das kriegen wir doch dann auch hin. Wenn ich immer auf die Karte gucke. Der Auftragsvermittler. Ah, hier, sprich mit Gora. Ja, das müssten wir eigentlich auch noch machen. Waffenschmied. Ah, hier. Du bist doch auch noch ein Händler. Wenn ich Glück habe, habe ich mit dir noch nicht geredet. Darf ich Ihnen etwas ganz Besonderes zeigen? Da drüben müsste der sein, okay. Wir haben es. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hey, du. So, hi. Wieder. Kommen Sie und sehen Sie sich meine Waren an. Was hast du so Schönes? Beliebte Legierung. Fähigkeit benötigt. Halunkentasche. Nehme ich. Beide. Rauchbomben, Gesetzlosentasche. Die brauche ich aber nicht. Machen Sie es gut. Bis dann. Hat das gezielt? Scheint nicht, oder? Doch, ich kann da jemanden. Fähigkeit freischalten. Doch. Das hat nämlich doch gezielt. Das können wir auch freischalten. Ja, das ist das. Hier begegne verschiedenen Händlern. 6 von 6. Und die Credits haben wir schon ausgegeben. Erhält neue Gelegenheiten bei Händlern, indem sie für deren Kontakte arbeitet. Okay, cool. Okay, erhält neue Gelegenheiten. Ja, das hatten wir gerade gelesen. Was fehlt hier? Besiegende Gegner, die unter dem Einfluss von Beschwatzen stehen. Ja, Beschwatzen ist das mit dem R. Genau, das hatte ich aber bisher. Also, ich hatte es einmal, aber habe es dann nicht benutzt. Das war dein Erdes. Aber das kann ich nicht auswählen. Wo ist das? Die beste Hackerin Tosharas anheuern. Ich gehe, glaube ich, jetzt mal zu Gorak. Was, ich da? Schauen Sie nur vorbei. Was habe ich gemacht? Du arbeitest für die Pikes. Wenn ich dir geheime Informationen gebe, leitest du sie an Gorak weiter? Klar, da würde ich eh hin. Was zahlst du? Leute wie ich bezahlen deinesgleichen nicht. Oh, ach ja? Gut zu wissen. Jedenfalls habe ich einen Datenblock von Crimson Dawn drüben in der imperialen Anlage. Hättest ihn ja mitbringen können. Ja, richtig. Erzähl Gorak, was ich ihm biete, wenn er mich an seinem Geschäft beteiligt. Du bist genau zur Richtigen gekommen. Ich werde Gorak auf jeden Fall von dir berichten. Werden wir das? Gut. Ich heiße Covell. Hauptmann Covell. Aha. Alles klar. Hauptmann. Mhm.
Ja, mal gucken. Ich habe gerade eine Schale Müsli gegessen und immer noch Hunger. Gut, Herr Gott, was ist denn heute los? Ja, manchmal hat man einfach so Tage. Manchmal hat man einfach so Tage, wo man mal gefühlt den ganzen Kühlschrank in sich reinschaufeln könnte. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz zumindest da in die Nähe hin. Und dann machen wir eine kleine Pause. Machen wir eine Pause? Ja, wir haben erst 17 Uhr. Wir machen eine kleine Pause. Kann ich da rüberspringen? Natürlich kann ich ja nicht rüberspringen. Ich müsste eigentlich hier irgendwie wieder runter. Nicht runterkommen. Du bist nur Händler. Es ist einfach schwer, hier gute Blasterteile zu finden. Warnung: Zahlreiche Berichte zufolge sind auf dem Mirogana-Markt gefälschte Credits im Umlauf. Seien Sie wachsam, handeln Sie nur mit Händlern, denen Sie vertrauen, und prüfen Sie Ihre Credits. Fälschungen weichen in Konsistenz, Form und Gewicht ab. Okay. Alles, was das Herz begehrt. Hier geht's runter. Einen bestimmten Artikel. Nee, ich suche gar nichts. Alles gut. Genau, hier müssen wir gleich wieder rein. Aber das machen wir erst nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich.